Heute wollen wir auf das Börsenjahr 2020 zurückschauen, das doch so gut begonnen hat im Februar mit einem neuen Allzeithoch für den DAX. Und dann kam im März der Corona-Crash. Man hat ja gelernt aus der Finanzkrise, da hat man ja gezögert, bis man geholfen hat. Und dieses Mal bei Corona hat man sofort geholfen. Und zwar kann man sagen, haben Fiskal- und Geldpolitik miteinander fusioniert. Wie Winnetou und Old Shatterhand, die besten Freunde. Da gibt es keine Trennung mehr. Die einen machen Schulden, die anderen müssen sie tragen. Das ist stabilitätspolitisch nicht mehr zu vertreten. Aber man hat gesagt, wir müssen hier Prioritäten setzen seitens der Politik. Es kann nicht zugelassen werden, dass wir eine soziale Krise bekommen mit Massenarbeitslosigkeit. Das ist auch richtig. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass man auch, wenn man schon Schulden macht, dann auch in die Zukunft investiert. In Digitalisierung, in die Infrastruktur, in Bildung, damit man fast schon gestärkt aus der Krise wieder rausgekommen wäre. Nur den Vorkrisenzustand zu erreichen, das reicht nicht. Wir schauen auf den Ölpreis im Minus, auf die Wirecard-Pleite und wagen einen Ausblick auf das Jahr 2021. Das alles bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Im April passierte etwas historisch Einmaliges. Das amerikanische WTI-Öl ging auf minus $37.64. Das bedeutet, dass Händler den Käufern sogar noch Geld geboten haben, um das Öl loszuwerden. Ich als älterer Herr schon weiß ja noch, was Ölkrisen bedeutet haben, aber das, was Gegenteil bekommen, negative Ölpreise, weil einfach einerseits die Nachfrage eingebrochen ist wegen Corona, andererseits natürlich viel zu viel Öl auf dem Markt war. Das war schon etwas Besonderes, aber es hat sich ja wieder erkriegt. Aber es gibt natürlich auch in unserer Welt, wo ja alles immer so geplant ist, immer dann doch noch die Ausreißer, wo man sagt, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Aber normalerweise können Preise nicht negativ sein, denn Öl hat dann nach wie vor seinen Wert für die Weltwirtschaft. Wir sprechen gleich weiter und schauen auf den Wirecard-Krimi. Jetzt aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Tradingwissen verbessern wollt, dann schaut gerne auf die kostenlosen Börsenwebinare der Trading House Börsenakademie. Die nächsten Termine sind am 20. Januar das Trendfolgesystem Bluestar richtig anwenden mit Ronny Bürger und am 17. Februar Börse für Einsteiger, das Webinar für jeden, der an der Börse agieren möchte, mit Ronny Bürger und Wolf Dreistein. Meldet euch am besten jetzt kostenlos an und sichert euch euren Platz unter trading-haus.de. Wenn man das Börse und Wirtschaft langweilig sein, der hat nicht an Wirecard gedacht. Was ist da alles passiert? Ein DAX-Konzern, der pleite gegangen ist, die Bilanzen manipuliert, ein Vorstand auf der Flucht und für Anleger bedeutete es praktisch den Totalverlust. Das sollte man vielleicht mal von einem Tatortes dann verwenden. Es muss nicht immer nur um Mord gehen, aber das sollte eigentlich nicht mehr passieren. Wichtig ist, dass man aufpasst, wenn irgendwo Rauch ist, sollte man nachprüfen, ob da auch Feuer ist. Und wenn durchaus sehr seriöse Zeitungen darüber berichten, kann man das nicht einfach so abtun nach dem Motto, das ist nur Panikmache. Es gibt ja auch Zeitungen, die reißerische Storys bringen, also Räuberpistolen verkaufen, aber die Zeitung, die das ja immer wieder als sehr kritisch dargestellt hat, die sollte man ernst nehmen. Und wichtig ist ja auch, wenn sowas ist, schadet man ja auch der deutschen Aktienkultur, die ja ohnehin kein starker Baum ist, sondern eher ein kleines grünes Pflänzchen, ein Keimling. Das ist nicht gut. Da muss man generell wie in Amerika sagen, die spanische Inquisition muss stattfinden, wie bei der Börsenaufsicht. Da muss man sofort rangehen. Ich bin aber froh, dass die deutsche Börse die Regeln geändert hat, auch für Unternehmen, die in DAX kommen sollten, dass sie erstens Gewinne machen müssen und zweitens sehr zügig auch ihre Geschäftspraktiken und ihre Bilanzen veröffentlichen, damit da nichts anbrennen kann. Aber was wird jetzt aus dem Börsenjahr 2021? Für die Notenbanken ist im nächsten Jahr das ganze Jahr Weihnachten. Sie werden weiterhin pumpen. Das hat die US-Notenbank sehr klar gemacht und auch die EZB, die ja bis März 2022 eigentlich alle Neuemissionen an Staatspapieren aufsaugt. Das nennt man Staatsfinanzierung, böse ausgedrückt. Aber für die Märkte heißt das Liquiditätshosse. Das ganze Jahr Weihnachten, ich wiederhole es gerne, das ist wichtig. Dann kommen die Konjunkturprogramme, die nochmal da sind. Dann kommt die Hoffnung eben, oder auch die begründete Hoffnung, dass die Impfstoffe natürlich die Konjunktur dann beflügeln. Das ist wieder der Frühlingsanfang, ja. Wenn die Kaninchen anfangen zu hoppeln, das ist unheimlich wichtig. Und das passt auch sicherlich auch vom Bild und auch dann März, April eben rein. Das ist sehr schön. Herr Biden bringt Ruhe rein. Europa hat sich ein bisschen befriedigt, auch wenn wir sagen müssen, dass die Stabilität natürlich standrechtlich erschöpft.
geschossen worden ist. Das ist einfach den Preis, den wir jetzt dafür zahlen müssen. Aber das bringt natürlich den Aktienmarkt nochmal gute Laune. Und all diejenigen, die im Aktienmarkt jetzt nicht zu Hause sind, sollten mindestens regelmäßig Aktiensparpläne wagen, damit sie mit dabei sind. Denn Zinssparen auch im nächsten Jahr, es ist diasporal. Es macht keinen Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder im kommenden Jahr 2021. Ich wünsche euch erst einmal ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bis bald. Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.